Habe ich letztes Mal gesagt, wir sind in Folge 24. Das war natürlich nicht so ganz richtig. Wir waren letztes Mal schon Folge 27. Das heißt, wir haben nur noch 10 Folgen Zeit, wenn wir Lost and Damned parttechnisch unterbieten wollen. Und das wird von vorne bis hinten nicht klappen, aber ist ja auch eigentlich überhaupt nicht schlimm. Herzlich willkommen zurück zu GTA The Border of Gay Duty. Wie bereits erwähnt, möchte ich jetzt weitermachen mit den Drogenkriegen. Wir werden jetzt einfach wieder ein paar Drogenkriege machen. Vielleicht die ganze Folge lang, vielleicht nicht die ganze Folge lang. Aber ich tippe zu oder schwanke zu die ganze Folge lang, denn da. Ich habe Base Jumping gemacht. Warte mal, kann man. Schneller zu fahren, wie fährt gegen Mehrkosten zum Aussteigen? Ich drücke jetzt Aussteigen. Scheiße. Ich wollte eigentlich. Bleiben Sie stehen! Danke. War mein Fehler, gebe ich zu. So, bei GTA 5 habe ich nicht gesehen, da kann man nämlich abbrechen. Da kann man nämlich noch sagen, anderes Ziel aussuchen. So, richtig. Ach, das sind so Kleinigkeiten, gegen die ich ja nicht hab, ne? Man muss ja auch mal ein bisschen Weiterentwicklung haben in den Spielen. Wäre schlimm, wenn es ins GTA 4 das geben würde, aber in GTA 5 nicht. Schon wieder der Punkt hier. Kann echt nicht wahr sein. Oh, fuck yourself. Ja. Ich tippe oder ich schwanke aber wirklich zu alle Drogenkriege, weil davon fehlen einfach nur so 10 Stück. 15 haben wir geschafft, 10 fehlen. Und wir sind echt, alles andere haben wir, alle anderen neben Quest im Spiel haben wir fast alle geschafft. Sache. Mann, ich kann nicht reden. Warum gucke ich mir eigentlich die Szene an? Braucht doch kein Mensch. CSI guckt immer wieder, ob wir zum Schiff müssen. Oh, das sieht so aus. Weil das war ja die super behinderte Mission, wo ich einfach totgemordet wurde. Totgemordet, das ist ein schönes Wort. Erschossen wurde. Hier muss ich jetzt einfach rüberfahren, ja? So viel Zeit muss sein. Ich habe übrigens vielleicht mal was überlegt. Jetzt, wo ich nämlich auch GTA 4 mit dem Social Club verbunden habe, wo die Achievements auch vielleicht öffentlich einsehbar sind. Ich will, sie guckt sie sowieso keiner an, außer mir. Das ist mir schon klar. Aber ich mag es, mein Ego in Sachen Achievements und Trophäen zu befriedigen. Ich habe überlegt, ob wir vielleicht mal in Zukunft, also wirklich auch in sehr entfernter Zukunft wieder, ne? Ich habe ja sowieso noch viel zu viele Spiele versprochen und im Endeffekt tue ich es nicht. Das ist vielleicht mal im Stream. Also, ne, ich habe viel zu viele andere Stream-Spiele noch versprochen, die ich spielen will, die ich alle nicht spiele, weil ich immer nur meine Live-EPs mache. Also abseits der Live-EPs halt, ne? Ihr wisst schon. Ich kann mich dafür nicht, dann denke ich mir zweimal eine Woche streamen. Ah. Naja. Dass wir vielleicht nochmal GTA 4 und halt dann auch die DLCs auspacken und dann wirklich nochmal die 100% anstreben. Also, dass wir die Spielstände, ich hoffe, der von 4 ist noch da. Dürfte aber eigentlich, war ja auf dem PC und so. Ich habe halt nur das Spiel deinstalliert. Dass wir dann vielleicht irgendwann mal da versuchen, nochmal die 100% zu holen. Das heißt hier, alle Tauben oder... Hm, wo soll ich jetzt genau lang? Achso, ich hätte nach unten nochmal... Achso. Wie komme ich nochmal nach unten? Fuck. Naja, ob wir dann vielleicht nochmal die ganzen 100% anstellen. Also was wie alle Möwen töten, dann hier in den DLCs noch dieses soziale Gebimsel, was ich ja weggelassen habe. Da fehlen ja eigentlich nur das soziale Gebimse und die Möwen. Damit ich quasi... Und dann so ein bisschen auf Trophäenjagd gehe, ne? Beziehungsweise auf Achievement Hunt, dass ich nochmal so ein paar einfache Achievements mir hole. Wie zum Fick komme ich nach unten? Ich könnte einfach runterspringen wie so ein Wahnsinniger, aber ich weiß nicht, ob ich das will. Oh. Wie komme ich denn... Wollt ihr mich verarschen? Warte mal. So. Yo! Yo! Fick you, Alter. Das ist aber die Straße auch hier. Oh. Okay. Darf ich jetzt eine extra Route machen? Ja, herrlich, ey. Wir müssen ja auch wieder flüchten, ne? Deswegen lasse ich es lieber. Mit irgendwelchen Experimenten. Von wegen da runterspringen und so, meine ich. Witzig, 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 witzig. Ich versuche mich nicht aufzuregen. War ein schönes Wochenende mit Andy. Ja. Waren die ersten 4 Minuten der Folge schon mal völlig unnötig? Gut zu wissen. Da war voll die Kackstelle. Das Navi hat mich halt irgendwo anders lang geführt. Behinderte Scheiße. Die Symbole sind voll pink. Sehen so aus, als wenn sie mit einem roten T-Shirt in der Wäsche gewesen wären. So. Das war ein wunderschöner Vergleich. Ha, ist immer bei mir, also bei uns, bei meiner Mutter. Ha, ist man sie blame. Passiert mit meinen weißen Socken. Ein paar meiner weißen Socken haben so, sind so leicht rosa. Aber da man Socken eh nicht sieht, ich glaube, mittlerweile habe ich doch gar nicht mehr. Ich glaube, die sind aber irgendwann mal weggeschmissen. Ah.
War ein Fehler, aber ich habe irgendwie kaum noch Sorgen. So, neuer Versuch von irgendwas hier. Lasst mich alle in Ruhe. Fahre ich wieder zum Schiff? Nein, tue ich nicht. Doch. Doch. Das ist... Wow. Ernsthaft? Das ist jetzt da. Vorher war ich da. Hä? Moment, nee. Hä? Achso, lol, da ist es. Ups. Ich hab das Ding noch markiert. Ich hab die andere grüne Linie gerade gar nicht gesehen. Jetzt ist so in der Umgebung versteckt. Na so, gut, dann ist näher dran. Winewood, scheiße. Yeah, next thing you know, we get caught and I end up in jail. So okay. Much for the fucking airbag. Yo, they just over here. Yalando, Zalando. Ah, hier ist ja Wasser. Damn, alles gut. Ich wollte eine coole Abkürzung nehmen. Alter, ist hier nicht irgendwo die, Hä? Check ich jetzt nicht. Fühlst du mich lang, Navi? War hier nicht irgendwo auch das Daddy Das Battle? Oh, ich glaube, ich werde gleich von den Bullen noch verfolgt. Oh mein Gott, das ist das Schiff. Also die Scheiße, dass der Bulle hinter mir ist, so, ne? Dass er wahrscheinlich mitkriegen wird, wenn ich die Leute da einfach erschieße. Mach wieder den gleichen Fehler wie letztes Mal, nämlich, dass ich die Billigknarre nehme. Ach, komm hier. Man lebt ja nur einmal, ne? Die Typen dazu, welche... Boah, leck doch bitte noch mehr rum. Boah, diese Mission, ne? Dem Schiff, die machen fertig. Spüre schon, kann ich mit denen unten? Ich spüre schon, wie ich sie schon wieder nicht schaffen werde. Schlimm ist, ich habe die eben schon nicht geschafft. Das wäre echt ein bisschen scheiße. Weil dann ist heute wieder ein bisschen Fluch drin, was die Drogenkrieg angeht. Du lebst ja noch. Wieder aufs fucking Schiff hier. Ich dachte gerade, läge eine Rüstung oder so, aber nein. Leckt denn das Spiel schon wieder so rum, ey? Das kann schon nicht wahr sein. Wo ist hier der Aufstieg? Wieder lang über das Schiff laufen. Missionen, die in GTA mit einem Schiff zu tun haben, sind eigentlich immer scheiße. Vice City Stories. Normales Vice City. Ob du den First Blood gemacht hast, Alter, und mich getroffen hast. Obwohl, muss nicht First Blood gewesen sein. Aber du hast mich zumindest getroffen. Gefällt mir nicht. Ich mag es nicht, wenn mich Gegner treffen. Machen sie wenig Schaden alleine in Videospielen. Oh, hier war tatsächlich eine Rüstung. Cool. Und ein Molotov-Cocktail. Kann ich nie mitnehmen. Kann ich den noch mitnehmen? Kommt, wir können ihn mitnehmen. Ja, konnte ich tatsächlich. So. Irgendwann muss ich dafür jetzt fallen lassen, aber ist mir eigentlich egal. Denn man lebt nur einmal. Hui. So, schafft es auch alleine, Dudes und Dudins. Ich deute das als ein Nein. Da hinten. So. Das ist mein... Wand des Todes! Wow, was sage ich? Ich lasse meinen Kollegen da hinten mal alleine. Der schafft das auch alleine. Ich glaube, Henrik und Amanda können gar nicht sterben. Nicht so wie Lance fucking Vance in Vice City Story. Ich hasse Lance Vance! Ich hasse diesen Wichser. Das ist aber der größte Wichser der GTA-Geschichte. Ja? Zum einen, weil er einfach nichts kann, weil er ständig nur am Sterben ist in den Missionen. Als, das heißt, Vice City Stories besteht halt zu 99% gefühlt aus Escort-Missionen, wo du halt Lance Vance dabei hast, der sterben kann, wenn er zu viel Schaden einsteckt oder im Auto sitzen bleibt, wenn Leute auf ihn ballern. Und der steigt einfach nicht aus. Und dazu dann auch noch seine Storyline im Haupt-Vice City, ja? Aber ich will ja den guten Templar an der Stelle nicht spoilern. Oder irgendwen anders vielleicht. Wenn ich schon gar nicht mehr genau weiß, wie das war. Oh mein Gott!
Das war irgendwie cool, aber irgendwie halt auch so überhaupt nicht. Ja, das war's schon. Ja, ja! Oh mein Gott! Amando, Henrique, wer auch immer das war, ich liebe dich. Du hast mir gerade sowas von dem Popo gerettet. Ich habe schon gedacht, oh Gott, jetzt muss ich mir einen neuen Wagen holen. Das schaffe ich bestimmt wieder nicht. Oh, mein Reifen ist kaputt. Kann ich Geld bezahlen? In der Action? Tatsächlich. Hey, ich hab Geld bezahlt! Och, fiese Sache. So, vorsichtig lenken. Nicht zu krass, habe ich gesagt. So. Ich kann mit... Oh, beide Reifen kaputt. Ich glaube, ich kann wirklich mit Recht behaupten, das hier ist die mit Abstand schwierigste Drogenkriegsmission, ey. Mit diesem Schaltschiff. Muss erstmal hoch, dann wieder runter. 1000 Leute greifen dich an, dann kommt auch noch das Auto. Und dann baut man noch einen Unfall. Ach nee, ist ja nur mir passiert. Ah, fuck. Ach ja, okay, scheiße. Nee, bin ich jetzt reingefahren. Das nehme ich auf meine Kappe. Jetzt, oh Mann, lass mich doch bitte die Mission schaffen. Bitte, 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 bitte. Ich will die Grütze nicht nochmal machen. Kein drittes Mal. Alle guten Dinge sind zwei. Aber jetzt, wenn ich da allein diesen Drogenkrieg in der Folge schaffe, dann bin ich schon glücklich, ja? Weil die ist nämlich absoluter Müll. Diese Mission. Die ist einfach Müll. Ja, danke schön. So, da lang, ja. Wie weit noch? Na gut. Dezent Schaden genommen. Aber ist noch alles gut. Ich danke Amando oder Henrique, der mich, ja, als ich auf dem Kopf lag, wieder richtig rumgeboxt hab. Holy fuck, ey. Lucky. So, hier darfst du mal krass rumdriften, Auto. Dann macht das natürlich nicht. Brrr, geschafft, ey, diese Scheiße. Wie viel Geld kriegt man eigentlich so pro Mission, wenn man überhaupt Geld kriegt? Ich hab's nicht gesehen. Ist ungefähr 3,5 Sekunden zu sehen. 10.000! Wow! Und ich hab nur 116.000 Money? Echt? Krass. So, geiler Bling-Bling-Wagen. Auch voll geil in GTA 5, was ich gemerkt habe. Man kann sich in der... Also ich glaube, das ist halt auch so ein Update gewesen, was in meinem Let's Play damals noch nicht der Fall war. Es gibt halt neue Waffenskins da, ne? Und die sind halt so goldverziert und die heißen halt irgendwie Sondermodell Yusuf Amir. Voll geil. Den gibt's ja hier in, ne? Ihr kennt ja, ich wollte sagen, wer Yusuf ist. Den habt ihr in dem Let's Play hier kennengelernt. Den einen Spangen. Nigga! Der mal das gesagt hat, ja. Ich bin nicht mehr allein zu Hause, ich darf böse Worte nicht mehr sagen. So, noch ein Drohnenkrieg. Einen schaffen wir heute noch. Einer geht noch. Haben wir nur zwei Stück geschafft, aber wir haben zumindest den schlimmsten geschafft. Das ist ja schon mal eine Sache, ne? Ja, okay, Spiel, dann bleib halt stehen. Ist auch okay. Habe ich nichts gegen. Ist legitim. Kannst du machen. Ja, da ist das Spiel abgestürzt. Ich sehe zumindest meine Maus. Kann ich da noch was retten? Ne, ist absolut tot. Ah! SDG alt entfernen. Grand Theft Auto 4 F-lalala, funktioniert nicht mehr. Dankeschön. Danke fucking schön. Ich liebe dich. Wow. Okay. Oh, man sieht sogar meinen Desktop gerade. Ja, gut, ne? Dann stelle ich das Spiel mal eben neu und wir sehen uns dann gleich wieder. So, ist jetzt leider ein anderer Drogenkrieg, aber ist ja nicht schlimm. Oh, das stürzt das Spiel erstmal ab. What the fuck, das ist ja noch gar nicht passiert. Das Spiel leckt rum wie Hulle, hat Probleme ohne Ende, aber es stürzt nicht ab. Obwohl doch, beim Minimieren stürzt es öfter ab. Aber das ist ja eine andere Sache. Jetzt ist tatsächlich auch mal Endgame passiert. Naja, passiert. Zum Glück nicht innerhalb irgendwie einer Mission oder so. Dafür bin ich doch ganz dankbar. Warum gucke ich mir die Katze nicht wieder an? Warum tue ich das immer? Warum? Da muss ich hin? Muss ich? Nee, doch nicht. Ich dachte, ich mag es immer nicht, wenn ich irgendwie eine Mission verkacke und sie dann nicht instant neu machen kann. Weißt du, wenn ich so... Ich habe ja neulich diesen Drogenkrieg, weil hier in der letzten... War das in der letzten Folge? Nee, das war ja diese Folge, ne? Hier, wo ich ja verkackt habe. Und ich danach nicht sofort den gleichen Drogenkrieg wieder gekriegt habe. Da war ich mir so ein bisschen wutschig, weil ich weiß, na, da ist was unkompliziert. Ich habe schon gesehen, was da passiert. Ich meine, ich weiß, weil irgendwann wird er wieder kommen. Wird er wieder kommen.
Wenn nicht, ist es ja eigentlich auch egal. Hauptsache, ich kriege meine 25 von 25 voll. Und mein Achievement und meine Prozentpunkte. Ich finde nur das Achievement und die Prozentpunkte, ja? Auf welchem Weg ich sie erreiche, ist ja eigentlich auch egal. Aber trotzdem macht es mich wuschig, wenn ich da nicht von alles habe. Das mag ich nicht. Lass mich. Bin ich auch selber dran schuld, ne? Bin ich halt einfach selber dran schuld. So viele Taxen. A&L. Was haben wir schon mal? Das weiß ich noch. Von wem habe ich eigentlich eine SMS bekommen? Henrique. Lager mit, wenn du was brauchst oder andere Autos, ruf an. Hen. Ich habe gerade am Steuer die Nachricht gelesen von dem Typen, der neben mir sitzt. Nicht schlecht, ne? Oh mein Gott. Wow, 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 wow. So. Whoop. Geh, ich will gut ab hier. Ups, die Scheibe war im Weg. Ist hier oben einer oder nur unten? Oh, hi. Volltreffer den da hinten, Alter. Klar, der entlang. Was tust du da hinten? Bist ein bisschen verwirrt vom Leben. Kenn ich, mein Freund. Kenn ich. Kann ich mal bitte mehr treffen? Heieieiei. Wow. Dude. Nicht so hier lang mit mir. Oh. Er hat telefoniert, da habe ich Angst bekommen, dass er vielleicht die Bullen ruft. Okay, hier ist der Stuff. Ich habe das Produkt, sagt er. Produktplatzierung. So, du erstmal, komm rein. Komm rein. Danke, und jetzt du, komm rein. Du hast deine Waffe verloren. Glaube ich. Nee, deine Sonnenbrille. Da liegt sie noch. Aber weißt du was? Ist mir scheißegal. Mit dem Geld, was du aus den Drogen machen, kannst du einfach einen neuen kaufen. Eine neue Brille. Deutsch. Schwere Sprache. Heieiei. Hier die Waffe hält! Ah! Hab ich sauer. Wir sollen einfach aufhören rauszuballern, da hat keiner was von. Wow, yo! Oh, yo, no! Ballert doch noch krasser. Ja, jetzt! Ah, krieg die wieder einen Wagen, danke. Danke. Ja, jetzt schaffen wir das nicht, weil die mich einfach... Ja, oh, Mann! Ey, das ist wieder so eine random Scheiße. Die haben mich so zugeballert und die konnten einfach nicht aufhören. What the fuck einfach nur. What the fucking fuck. Warum? Warum? Boah, ich hasse die... Ich habe wirklich nur einen Drogenkrieg in der Folge. Ich habe einen einzigen Drogenkrieg in der Folge geschafft. Ist euch das klar? Einen einzigen. Das ist richtig, richtig, richtig traurig. Mann! Oh, ich hasse die Drogenkriege. Oh, das ist die schlimmste Sidequest-Reihe, die ich je in einem Videospiel hatte, Alter. Boah, sind die ätzend. Und wisst ihr, warte, ich mache jetzt einfach noch einen, weil ich nicht damit leben kann, dass ich nur einen verfickten Drogenkrieg geschafft habe. Boah, was ballen die mich denn so zu, Alter? Wenn ich schon dumm aus meinem Auto schießen müsste, diese behinderten, minder bemittelten Freunde, die ich habe. Was für Freunde hat Louis eigentlich? Die sind einfach so, boah, so Brain, so much im Brain, ne? Können einfach nichts selber. Wenn die ja schon aus dem Auto ballern müssen, dann können wir sie auch mal treffen. Dass sie mir nicht mit drei Autos verfolgen und mich einfach so zuballern, dass mein Auto explodiert. Meine Fresse. Kriegt mal euer Leben in den Griff, Leute. Ernsthaft. Ja. Yeah. Dark. Boah, das rascht mich gerade echt. Macht mich echt ein bisschen sauer gerade.
Wir werden noch 10 Folgen an diesen Drogen. Ich glaube echt, das dauert bestimmt noch 10 Folgen, bis wir mit den ganzen Drogen kriegen allein durch sind. Die sind so nervig. Die sind so nervig. Boah, ich war froh, als wir die Gang Warses, sag ich immer, die Gang Wars durch hatten, ne? Und dann einfach diese Scheiße. Machen einfach keinen Spaß. Machen sie nicht. Nein. Ich muss niesen. Eieiei. Ich wünsche mir einmal wieder so eine Folge wie neulich, wo ich einfach 4 Drogen kriege, hätte geschafft an meiner Folge. Das war schön. 4 Drogen kriege in einer Folge, das war so befriedigend einfach nur, ne? Ich glaube, ich werde auch gleich noch mehr aufnehmen, ich nehme einfach noch eine Folge auf. Ich habe sowieso gerade Zeit und weiß nicht, was ich sonst machen soll in meinem Leben. Haben wir gar nicht gecheckt, dass ich den Kollegen gerade erschossen habe. Gott. Ich habe nicht mehr viel Muni dafür. Ah, ich habe nur die dicke Wumme. Das ist gut. Mit seinem geilen Noir-Hut, Alter. So geil, wie die manchmal wieder aufstehen, ne? Ich habe das Gefühl, dass es so ein bisschen Zensur ist, von wegen, ey, die erschießt man übrigens gar nicht, die sind nur schwer verletzt. Wäre irgendwie lustig, aber auch extrem dumm. Ah, da. Hab ich nicht gesehen, sehr schön. So, wo der Stuff jetzt sein? Achso, oben, ups. Hä, steht hier oben einfach rum? Oh ja. Let's get this shit out of here while we can. Der sagt Handjob, das ist die Nutte, das merke ich jetzt erst. Musik. Oh, gut. Zu der Musik kann man auch flüchten hier. Funktioniert nur damit. Oh, hier ist sie. Jetzt kann ich den Text ja auch, nachdem der komische Typi das damals gesungen hat. Ja, Mame. Okay. Sehr schön. Ja, haben wir immer noch einen zweiten geschafft. Boah. Richtig wahr sein. Wie viel haben wir jetzt? Nee. Doch, 17 müssen wir jetzt haben, richtig? Ja. 8 Stück noch. 8 Stück noch. Wenn die alle so geil verlaufen, wie in der, wie in der einen Folge, dann sind wir in 2 Folgen durch. Davon gehe ich aber nicht aus. Ich glaube, ich werde einfach die nächsten beiden Folgen wieder Drug Wars einfach durchballern, dann haben wir die Scheiße nämlich hinter uns. Oder zumindest halt den Großteil. Je nachdem, wie es läuft, ne? Wenn es scheiße läuft, mache ich Folgen ein bisschen länger, dass ich wenigstens 2 oder 3 schaffe. Minimum. Ja, wird schon. Gut, dann sehen wir uns das nächste Mal wieder. Genau hier. Vielleicht, ja, ich glaube schon, weil ich werde jetzt einfach noch ein bisschen länger aufnehmen, weil ich habe Lust und Zeit. Also, trotz Drogenkrieg habe ich doch irgendwie ein bisschen Lust. Also, bis zum nächsten Mal. Tschüss!